Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja die Erweiterung der Schnellfahrstrecke abgeschlossen. Hatten ja leider keine Zeit mehr, um noch einen Zug draufzusetzen. Vielleicht hören die findigen Zuschauer das jetzt ja schon an der Soundkulisse. Ich habe mich jetzt für den ICE 1 neunteilig entschieden, da er ein gutes Beschleunigungsverhältnis hat zum Gewicht und er schafft auch auf dem Stück Minden-Bielefeld die 250, glaube ich, 250? Doch, ich glaube, ich schaffe da genau, gerade so. Und ja, hier fährt er jetzt auch schon, zwei Stück sind davon im Betrieb. Das hier ist jetzt quasi einmal die Neubaustrecke, die wir gemacht haben. Und ja, wir fahren jetzt einmal den Weg bis Minden und dann habe ich immer was ausgedacht für die heutige Folge, was ich so auch noch nie gemacht habe. Dazu kommen wir aber jetzt gleich nach der Fahrt. Ja, an sich ist bisher hier noch nicht viel Verkehr. Wie gesagt, es fährt nur noch ein anderer ICE im Moment hier auf der Strecke. Aber er hat jetzt halt gleich schon seine 200 Stundenkilometer. Ich weiß gar nicht, ob er die schafft. Aber gleich muss er über die Weichen. Ich glaube nicht, dass er die 200 schafft. Nee. Weil er jetzt hier über die Weichen muss, die habe ich zwar schon schnell gebaut, aber schneller als 150 habe ich hingekriegt. Aber das reicht auch. So, rechts seht ihr jetzt schon eine Neuerung. Ja, hier ist eine Autobahnbrücke rechts neben uns jetzt. So, jetzt geht es über die Weser rüber nach Minden. Ist ja relativ ruckelfrei. Mal sehen, wie es jetzt gleich aussieht, wenn wir mit reinkommen. Moment, habe ich 53 FPS. So, ich bin auch noch nie hier in dieser Sicht gefahren. Ja, der Wagen bei dem ICE, wo die Kamera sitzt, ist... Ja, jetzt kurz noch ein bisschen. Ist leider ein wenig weiter hinten. Und nicht beim Lokführer selbst, deswegen schwenken wir quasi so aus. Wer kennt das ja wahrscheinlich. Ah, jetzt haben wir ja doch ganz schöne Lags. 17 FPS, jetzt habe ich noch 20 FPS. Ah. Jetzt wird es besser. So, jetzt sind wir hier in Minden. Richtung Bielefeld wollen halt nicht so viele fahren, weil... Ja... der Regio da ja fährt. Aber ihr seht, wir haben jetzt 108 Leute. Da kommt noch unser Kollege. Da haben wir 108 Leute an Bord. Die steigen natürlich jetzt hier wahrscheinlich alle aus. 3 Millionen gemacht. Und er nimmt jetzt dann auch viele mit wieder Richtung Nienburg. Genau, und in der Mitte fährt halt noch der Güterzug durch. Das ist natürlich auch ganz schön. So, hier sind noch ein paar Überbleibsel von den letzten beiden Mod-Vorstellungen, die gestern rausgekommen sind. So, und hier fährt jetzt der Regio auch wieder raus. Das ist immer ein schönes Bild, wenn er den überholt. Das sieht ganz klasse aus. Wenn wir natürlich jetzt nicht in den Genuss kommen. So, dann gucken wir einmal, was ich jetzt in der letzten Folge gemacht habe. Ich habe einmal eine Buslinie gemacht, die jetzt hier den Teil von Minden mit dem Dorf hier hinten verbindet. Hier seht ihr schon einen Bus. Das sind zwar mehr Reisebusse, aber die gefallen mir nicht ganz gut. Und ja, fährt jetzt dann halt von hier. Oh ja. Oh ja, das war ja schön animiert. Oh, das war gut. Einmal glitscht ja da so über die Straße. Das war schon schön, ne? Ja, der fährt einmal hier unten unterher. Kommt hier oben wieder hoch, fährt hier einmal lang. Einmal ist das Dorf auch mit abgedeckt, das war hier sind ja auch Leute. Und fährt dann relativ zügig hier dran lang zum Busbahnhof. Und halt hält auch hier vorne, wie ihr seht. So, Busbahnhof. Das ist jetzt aber das Stichwort für die heutige Folge. Ich habe nämlich eine Mod, die auch Flixbus enthält. Und wenn man jetzt auf die Karte guckt, einige Leute... Ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf, wie die Stadt hieß. Die war irgendwie mit Z. Genau. Einige Leute fahren nach Zarentin.
Tarentin liegt hier ganz hinten. Also die fallen jetzt hier lang über die neu gebaute Autobahnbrücke und da Unterführung durch bis hier nach Tarentin. So, das möchte ich ganz gerne mit Bussen verbinden. Hille ist auch erstmal noch auf dem Abstellgleis. Da geht es erstmal noch nicht hin. Und in die Richtung geht es erstmal noch nicht nach Groven. So, und ich möchte jetzt ganz gerne, da wir ja hier endlich ein Autobahnnetz einigermaßen haben, nach Hille kommt man auf jeden Fall. Ne, hier gibt es ja eine Straße. Das möchte ich ganz gerne jetzt mit sozusagen Fernbussen verbinden. Quasi mit Flixbus, der jetzt hier halt dann in die Städte fährt. Ja, und ich würde sagen, das bauen wir jetzt einfach mal. Hier ist ja noch richtig viel Platz in der Mitte, wenn die Stadt sich hier entwickeln möchte. Liegt natürlich hier sehr am Berg gelegen. Weiß jetzt gar nicht, wo ich hier den Busbahnhof hinsetzen soll. Wahrscheinlich eher hier, ne? Also mal gucken. Und da gibt natürlich jetzt nur einen zentralen Busbahnhof. Und später, wenn hier die Züge kommen, dann den jetzt hier hinsetze. Dann deckt er doch schon einiges ab, ne? Naja, schon viel, aber nicht alles. Aber wird auf jeden Fall ein Großteil der Bevölkerung. Gut, wenn wir jetzt hier reinkommen, Industriegebiet, können wir natürlich jetzt gerade auch eine Bushaltestelle setzen. Das sollte jetzt ja nicht das Problem sein. Die Straße hier werden wir mal gerade verbinden. So, wahrscheinlich baut die Stadt jetzt schneller neu, bevor ich meine Straße setzen kann. Was sie denn finde? Wo ist sie? Da. Zack. Zack. So. Genau, das ist nämlich jetzt die Idee für diese Stadt. Und dann können wir hier gerade noch, wo wir schon hier sind, noch zwei Bushaltestellen hinsetzen. Dann ist das Industriegebiet auch mit abgedeckt. Und ja. So, dann würde ich ja ganz gerne noch bis nach Hille fahren. Weil die Flixbusse fahren 120. Gut, die Straße gibt das natürlich nicht her. So. Hier haben wir noch ein Busterminal. Gucken wir damit drauf, ja. Oder decken wir die ganze Stadt ab. Das ist gut. Das wächst schon wieder zu. So. Dann haben wir das. Und dann wollte ich aber noch bis nach Groven. Oh, die haben sogar Hochhäuser hier. Das ist eine größere Stadt. Oh, 29 Leute. Waren da schon irgendwelche Leute hin? Ja, wahrscheinlich auch aus Minden, ne? Aus Bückeburg kommen viele. Aus Minden kommen nur ganz wenige. Aber das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern. So, machen wir das jetzt hier auch hin. Dann nehmen wir noch einen zweiten Straßenanschluss zu. Na. So, also jetzt hier deutlich höher. Ne, es geht. Konfigurieren wir das einmal und nehmen hier noch einen Straßenanschluss hin. So. So, der deckt auch fast die ganze Stadt ab. Ja, das ist doch perfekt. So, und dann geht es natürlich jetzt hier über diese ganzen kleinen Nebenstraßen. Oh, das ist natürlich. Oh, das ist aber ein weiter Weg hier. Und wir irgendwie noch eine. Ah, ne, doch, wir konnten hier lang fahren. Ja. Hier habe ich jetzt zwar eine Autobahn gebaut mit 100 Stundenkilometer, aber die führt natürlich jetzt nicht dahin, wo unsere Flixbusse langfahren. Wir fahren dann halt mehr so über Landstraßen. Oh, leck. So, dann nennen wir einmal die Linien. Dann wird das einmal Flixbus Linie 1. Das einmal Flixbus Linie 2 und einmal Flixbus, na komm, Flixbus Linie 3. So,
natürlich hier in ihren komischen grünen Farben. Startpunkt ist hier. Du fährst dann mal nach Zeppelin oder wie auch immer das hier heißt. Zack. Und wieder zurück. Ja, perfekt. Das gefällt mir. Sehr schön. Dann einmal Linie 2. Hier. Nach da. Kann man vielleicht hier auch eine Abkürzung bauen. Müssen wir mal gucken. Jo, läuft. Und Linie 3. Und dann gleich mal den anderen. Wo ist er? Da. Und jetzt da lang. Okay. Mal überlegen, ob man hier hinten rausfährt. Müssen wir mal sehen. So, wie sieht das jetzt hier aus? Das sieht ja eigentlich ganz gut aus, ne? Außer, dass Linie 2 da nicht an das Terminal soll, sondern 5. Ja. Ja, das gefällt mir. So, dann werden wir jetzt mal ein paar Busse kaufen. Hier habe ich mein Depot hingesetzt. So, wir haben nämlich hier die Setra Doppelstock und optimierte Kapazität. Das klingt natürlich genau nach uns. IC-Bus, den haben wir auch. Oh, das ist ja nicht schlecht. Dann machen wir das nämlich auch. Den Intercity-Bus. So, ich würde mal sagen, 4 Flixbusse pro Linie. Ja, ne? So, die 4 gehen auf jeden Fall auf die Linie 1. Dann nehmen wir den Intercity. Ne, geht auf die Linie 2. Müssen wir dann noch umbenennen. Und die geht auf die Linie 3. Das bleibt auch bei Flixbus, ist einfacher. So, jetzt haben wir nämlich die schönen Stücke hier. Leck. Intercity Bus, das finde ich gut. Wusste ich, habe ich gestern gar nicht gesehen, dass wir den haben. So, ist natürlich jetzt hier am Anfang gerade erstmal ein bisschen sehr viel Verkehr. Aber ich glaube, das wird gar nicht so schlecht. Wenn die sich dann alle hier aufgliedern. Ich glaube, das könnte was werden. Einen Schluck trinken. So, dann können wir mal gucken, ob wir hier eine Autobahn bauen können. Wir haben ja hier quasi die Abfahrt, dass wir hier noch durchgehen, das etwas verkürzen den Weg. Düpp. Wo haben wir sie denn? Nehmen wir auch die vierspurige. Ach ja, komm, was soll's. 100 Stundenkilometer. So. Da kann ich mir vielleicht nochmal ein Modpack holen, dass es noch mehr Straßen gibt. Hier können wir ja nur 100 fahren. Was ich von der KI auch immer noch so ein bisschen doof finde, ist, dass wenn die gefühlt in 35 Kilometern irgendwann links abbiegen, sie halt den ganze Zeit auf der linken Spur fahren, ne? Das finde ich ein bisschen doof. So. Aber jetzt diese ganze Kurve-Eierei hier. Upgraden, dadurch wird der Zug, der Bus aber auch nicht schneller. Weil in den Kurven bremsen die ab. Aber ich glaube, wir haben das jetzt hier schon mal gut verkürzt. Wir können uns jetzt hier einfach mal in so einen Bus reinsetzen. Die ist schon da. Ja, hier ist natürlich jetzt gut was los. Und fährt Linksbus. Linie 3 geht nach Hille. Linie 2 geht da drüben hin. Ja komm, wir setzen uns mal in so einen Bus rein. Mal sehen, was dann so abgeht hier.
gucken wir uns einmal den Dresden Hauptbahnhof jetzt, beziehungsweise den Minden Hauptbahnhof ist es hier. Machen wir einmal hier unten durch, sind wir ja auch noch nicht. Natürlich noch keine Passagiere an Bord, ist ja klar. Ja, hier ist Einbahnstraße, die kann er abkürzen. Wie die Erde hier schön so rechts an der Seite so ein bisschen rumbacken, auch schön. Naja. So, ihr seht jetzt, jetzt fährt er irgendwann da hinten in dem Dorf, fährt er links ab. Oh, fährt aber jetzt schon die ganze Zeit auf der linken Spur. Na gut, hier ist jetzt nicht viel Verkehr, aber ja, weiß auch nicht. Muss. Wäre natürlich cool, wenn jetzt hier oben noch ein Zug lang fahren würde. Aber ich glaube, da kommt gerade keiner. Nee, auf jeden Fall haben wir hier grüne Welle. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Von den Zügen rechts würde man jetzt auch nicht viel sehen. Also jetzt, wenn jetzt was kommen würde. Aber es kommt wohl hier auch. Jetzt glitscht es auf. Ja, nice! Sehr schön gemacht. Autosave. Autosave. So, komm. Zug. Einen Zug will ich sehen. Ein Zug. Warum nicht? Ein Zug. Oh, diese Mod muss ich auch wieder rausnehmen. Der Trabant ist ja noch okay, aber dieser Morrison, der hat ja vielleicht einen Sound, der klingt ja wie so ein Rasenmäher. Und wieder grüne Welle. Läuft. So, jetzt könnte er rein theoretisch 100 fahren, ne? Da können wir jetzt auch noch einen Zug sehen, wenn wir ganz viel Glück haben. Hier fährt ja die Güterlinie lang, die eine. Aber hier kommt auch kein Zug. So, jetzt geht es ja unter der Weser drunter her. Das wird jetzt auch eine leichte Bodenwelle. Oh, in der Kurve fährt er jetzt auch nur 85. Warum auch immer. Deswegen wird er gleich auch den ganzen kurvigen Stück gar nicht so schnell fahren. So, hier wird er jetzt noch relativ zügig fahren können mit seinen knapp 100. Aber dann nachher halt nicht mehr. Zeit noch ein bisschen schneller vorlaufen. Fliegen wir hier, können wir rüber. Irgendwie schafft er seine 100. Tagebau vorbei. So, jetzt sind wir quasi auf der alten Autobahn. Den ganzen Kurven. Zack. Jetzt habe ich gerade einen Tipp bekommen. Aha. Seht ihr, die Autos, die fahren halt immer schon auf der Spur, wo sie in 38 Jahren mal abbiegen. Das ist ein bisschen blöd. Aber gut, wir haben jetzt bei der All-Available-Mod ja zum Glück keine Pferdekutschen hier mehr rumfahren. Die natürlich dann den ganzen Verkehr aufhalten. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Oh, jetzt haben wir hier aber auch mal die Spur gewechselt. So. Zack. Und jetzt sind wir gleich auch schon in Groven oder wie das heißt. Ja, Groven. Oh, das sind ja schon ganz schön lange Verbindungen, aber vielleicht so ein paar Leute hier von A nach B zu bringen, ist doch, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Da wo wir jetzt erstmal noch keinen Zug in ferner Zukunft fahren haben, ist das doch eine gute Alternative, finde ich.
Oh, da kam uns schon ein Bus entgegen. Ich dachte, wir hätten den ersten erwischt. Oh, hier ist noch einer. Da haben wir definitiv nicht den ersten Bus erwischt. Oh, hier stehen sogar schon ein paar Leute. Oh, jetzt gibt es eine harte Kurve. Achtung. Das geht noch. Ja. Das ist auch gar nicht so schlecht. Da haben wir hier auch Flixbus Linie 2, Minden Transfer. Ja, müssen wir dann umbenennen in Minden Zop. Ja, das ist doch cool. Das gefällt mir auf jeden Fall. Das funktioniert ganz gut. Den nennen wir jetzt einmal um in Minden Zop. Minden ZOB. ZOB. So. So, und hier warten auch schon einige Leute. Toll. Finde ich gut. Ja, meine Freunde, das war jetzt mal eine etwas andere Folge. Hat jetzt mit Zügen nicht ganz so viel zu tun. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, ja, würde ich mich sehr über einen Like freuen und vielleicht auch einen Abonnent. An all die, die noch nicht abonniert haben, wir kommen 1000 immer näher und ja, wäre schön, wenn wir das erreichen würden bald. Danke, danke und viel Spaß. Bis denn. Tschüss.